einer neuen Folge von Let's Collect Balini Euro 2020 Sticker. 5 Tütchen sind am Start, 25 Sticker, ihr kennt das Prozedere, ich hab Bock. Ich reiß auf das erste Tütchen und kann euch den Hinweis geben, wenn ihr auch Bock habt, die Euro-Sticker zur Europameisterschaft, die ja jetzt losgegangen ist, zu sammeln. Der Panini-Hype, der Euro-Hype ist da. Könnt ihr sehr gerne den Link unten in der Videobeschreibung auschecken und wir gehen rein. Wir gehen rein mit Jasper Cillessen und Daily Blind als ersten Sticker. Dann haben wir Kingsley Coman und Olivier Giroud. Dann Berardi, Moin, Meister, Kai Havertz und Joe Felix. Wie geil ist das denn? Kai Havertz und Joe Felix, das war ein geiles erstes Pack. Das war ein richtig geiles erstes Pack. Übrigens, das sind auch die letzten Packs aus dem Display, aus dem ersten Display. Ne? Dann habe ich danach noch 3. Hier sind doppelte Sticker drin. Müssen wir mal gucken, wie wir das am besten machen. Weil ich glaube, ich hatte am Anfang mal 7 geöffnet oder so, oder 6. Und deswegen sind da jetzt noch 3 drin. So, 90. Wen haben wir hier noch? Dann Memedi Seferovic, 43. Dann Robin Lot, Leiner und Bodka. Body Bodka. 2, 4, 1 und die 189. Pack Nummer 3. Da haben wir Bastoni. Wieder Italien. Wayne Hennessey. Castagne, Sko und Dragovic. Kommt dahin, kommt dahin, kommt dahin und kommt dahin. Nächstes Pack. Nächstes Pack haben wir Nestorowski, Kroatien, Jubelsticker, Ronaldo, Cristiano, Ronaldo, Bing Bong, Alter, N'Golo Kante, Paul Pogba, was geht denn hier ab? Was geht denn heute mit dem Panini-Packlack ab? Junge, Felix, Ronaldo, Kante, was ist Havertz? Wer soll denn jetzt noch kommen? Mostovoy? Ja, genau, der sollte auch noch kommen, Kapi. Dann haben wir der nächste Deutsche. Connor Cody nicht, aber Toni Kroos. Toni, du bist Gold wert. Dann haben wir die 86, dann Elmas hier noch am Start. Und die 406. Und dann können wir auch schon wieder starten. Und ich glaube, wir haben wieder heute das Packlack gehabt. A, mit den richtigen geilen Spielern. Und B, dass wir nicht einen Sticker doppelt haben. Ich glaube, das ist so der Fall. Wenn mich nicht alles täuscht, ich hoffe ja. Dann 618, 20, 29, 76, 77. Bing Bong. Also die letzten zwei Sticker werden so wild, ne? Ronaldo und Felix. Uff. Bastoni. Damit starten wir aber mit ihm, mit dem Verteidiger der Italiener. Bastoni. Dann die 26, das ist, und guck mal, Italien, ne? Italien in ganz kleinen Schritten auf einmal. 1, 2, 3, 5 Sticker nur noch. 5 Sticker nur noch. Die 43, das ist Seferovic. Und Admir Memedi. Dann haben wir die Türkei mit der 86. Das sind die ersten Sticker hier. Zeki Selik. Und der Keeper Mert Günok. Also ich glaube, obwohl, ja. So viele Duo-Sticker wollte ich. Also, ich wollte gerade sagen, so viele Duo-Sticker hatten wir heute gar nicht. Und zack, kommt der nächste. Ozan Tufan. Und Cengiz Ünder. Und die 99. Nein, was? Doppelt. Wayne Hennessey ist doppelt. Holy shit, Mann. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet, dass der doppelt ist, der kleine Frechdachs, ne? Castagne. Ich hoffe, es geht nicht so weiter. Nee, ein Glück nicht. Timothy Castagne. Hier auf der linken Seite sind es noch 2. Hier sind es 5, 6, 7 insgesamt jetzt noch. 7 jetzt noch insgesamt. Robert Sko. Robert Sko. Bam. Dann die 189. Das ist Robin Lot. Bam. Dann die 2, 2, 6. Und das ist Mostovoy und der ist doppelt. Mostovoy ist doppelt. Oh mein Gott, jetzt geht's los hier, oder was, mit den Doppelten? Jetzt geht's los hier. Dragovic ist aber nicht doppelt. Und Stefan Leiner ist auch nicht doppelt. Und somit fehlen von Österreich nur noch 4 Sticker. 4 Sticker von Österreich. Uiuiuiui, das ist mega nice. Stefan Leiner ist am Start hier. So, dann haben wir die 262. Das sieht doch auch gut aus. Das ist Jasper Cillessen.
Und das ist Daily Blindy Nelly. Bam. Dann die 301 Nordmazedonien, Eljif Elmas. Zack. Und die 305, das ist Nestorowski. Habe ich auch beide nicht am Start gehabt und sind beide jetzt natürlich im Heftchen. Jawolski, Kroatien ist der letzte. Der letzte Jubelsticker der Kroaten. Der Kroat, beziehungsweise der letzte Jubelsticker der Gruppe D ist Kroatien. Ist Kroatien. Dann haben wir die 406, das ist Connor Cody. Connor Cody 406. Zack, dann die 582, das ist N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. 582. Zack, dann die 584, Paul Pogba. Mbappé ist nicht stimmt. Hätten wir heute noch Mbappé gezogen, wäre es wirklich die Nonplusultra-Folge, ne? Mit dem Pack-Luck, mit den Stickern. So, ups, jetzt habe ich hier was übersprungen. 596, Giroud. Und Coman, die letzten. Die letzten von den Franzosen. Also die Franzosen-Duo-Sticker sind jetzt sind komplett. Kai Havertz. Und Toni, du bist Gold wert. Toni Kroos, das heißt, es fehlt nur noch Robin Koch, Julian Brandt, Emre Can, Leroy Sané und Timo Wernerchen. Und das ist sehr, sehr nice. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr nice. Das heißt, wie viele ist doppelte Sticker hatte ich heute? Drei oder zwei? Drei oder zwei müsste es gewesen sein, weil Ronaldo habe ich natürlich logischerweise noch nicht. Der möchte aber hier nicht aus... Na, jetzt will er ab hier. Jetzt habe ich auch noch eine Delle reingemacht in CR7. Der soll aber keine Delle haben und hat jetzt auch im Heftchen keine Delle. Und Joe Felix. Sehr, 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 sehr nice. Und dann war es das auch schon wieder. Felix eingeklebt, Ronaldo eingeklebt. Eine erfolgreiche, geile Folge. Auch wenn zwei Doppelte dabei waren. Ist egal, gehört dazu. Auch wenn die letzten Folgen ja besser waren, sage ich mal, mit den Doppelten. Die letzten 3, 4, 5 Folgen waren ja gar keiner doppelt. Und das ist natürlich sehr, sehr nice, wenn sowas passiert in... Wenn man Panini-Päckchen öffnet, möchte man natürlich keine doppelte Sticker haben. Ist ja auch irgendwie klar. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und haut rein. Tschüss.